Willkommen zurück zu Ratchet und Clank Rift Apart. Ich nehme einfach noch eine Folge auf. Was? Willkommen zurück zu Ratchet und Clank Rift Apart. Clanky, hör bitte auf. Kann ich direkt weggehen, Lo? Kein Bock mehr. Aber nicht der VIP-Bereich. Geh einfach mal weiter. Blackie, hör bitte auf. Blackie, was machst du denn da? Ich bin ja eingesperrt. Oh, hi. Ah, neue Verbündete. Cool. Ich muss auf die. Auf der Seite bleiben. Becky, hör auf! Nein! Oder einen Plan C. Vielleicht. Da wollte er schon irgendwas machen. Ja, doch, wir werden wirklich dazu voll, weil danach. Der Gedanke ist raus, muss ich einen Brief zur Post. Und macht halt Hausaufgabenproduktionen. Ja, wir haben alles. Nur noch hier weg, ja. Mal gucken, ich hoffe, ich kann. Ich denke mal, ich kann die Gold Cup noch machen in der Folge, nur, wenn ich jetzt hier schnell weg bin. Mal gucken, ne, wie. Nee. Wir brauchen einen Weg nach oben. Ja. Vielleicht hilft uns dieser Spaltstrahler hoch. Ah, da. Ich kann hier rüber, perfekt. Da vorne. Von da können wir auf die Hochsicherheitsplattform springen. Oh, hi. Na ja, mach mal. Wenn wir sie überbrücken, könnten wir sie abbremsen. Vielleicht tot? Ja, Blackie, ne? Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Mal gucken. Wir holen dich hier raus. Irgendwie muss man die Zelle anhalten können. Ihr werdet der Herr des Strafe des Imperators nicht entkommen. Meiner herrlichen Strafe! Okay, wie kommen wir hier raus? Ich habe alles versucht. Kit, eine Idee? Komm schon, Kit, sag was. Ich habe keine Ideen. Ich bin nur Lachgas. Ratchet, schnell, schaff uns hier raus. Drück die
Knöpfe und öffne die Tür. Oh, die hat einen Hammer, ne? Ich glaube, oh. Die Verfolgungssequenz, ne? Von der ich gerade philosophiert habe. Ihre Zelle. Sie ist draußen. Da, schnell. Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattform katapultieren. Genau, das wollte ich machen. Wenn sie verschwinden, verlieren wir sie komplett. Ich mach so schnell ich kann. Hier sind ein paar Soldaten, die sie wirklich loswerden wollen. Super toll. Jetzt kriegen sie auch noch Transporter. Chit und Kit müssen wertvoll sein. So, hi, weg mit dir. Schnell, bevor die Verstärkung eintritt. Oh, ich bin ja voll auf 9. Wo ist irgendwo hin? Bleib am Leben, okay. Ich probier's. Sehr schön, Stufe 4. Weg mit euch, ihr nervt. Wir brauchen noch mehr Hilfe. Wie viele Soldaten haben diese Typen denn? Zu viele. Aber das mag ich, weil da kann ich meine Waffen gut leveln. Okay, wir können doch die letzte Waffe gleich kaufen. Das ist auch gut. Weg mit dir. Dann stell mich halt keine Hunde. Oh. Wo?
Da. Er ist weg. Gut, dann haben die beide 50%, ist fair. Ich mag die Autos, der Trend geht zum 10-Wagen oder so. Nicht runterfallen, danke schön. Oh, wo bist du? Oh, ich hab wieder auch das hier. Kenner. Im Raritanium. Arschloch. Komm! Nein, wir holen ihn zurück! Verstärkung gerufen. Danke für die Rettung. Kit, bist du... Lass uns allein. Wir warten beim Schiff. Clank meinte, ich soll versuchen, dir zu verzeihen. Ich gehe zurück nach Savali. Ich hätte niemals... Warte! Du verkriechst dich wieder? Jetzt? Es tut mir... Ehrlich, es tut mir leid, Rivet. Wirklich alles. Ich bin kein guter Partner. Du könntest es werden. Hättest du mir in jener Nacht geholfen, statt wegzulaufen, wäre vielleicht alles anders. Hättest du die Wahrheit gesagt, vielleicht... Wieso versteht ihr das alle nicht? Ich bin kaputt. Und werde es immer bleiben. Schön. Versteck dich. Wir müssen ein Universum retten. Universen, egal. Ich brauche eh keinen Partner. Warte. Sie kommt nicht mit. Aber... Kling. Kit sollte hier sein. Sie wollte aber nicht. Aber nur, weil sie sich für gefährlich hält. Und vielleicht hat sie recht. Und du gibst sie also einfach auf, weil du Angst hast? Sagt der große Held, der zu feige ist, die anderen Lombaxe zu suchen? Zumindest ist meine Angst berechtigt. Sorry, ich...
Verzeihung. Wombat. Euch geht's allen gut? Oh, wir haben uns solche Sorgen gemacht. So leicht sind wir nicht aufzuhalten. Was hat da so lange gedauert? Hey, ich glaube, ich weiß, wie wir den Imperator finden. Wenn ihr bereit für den Kampf seid, dann kommt zu mir. So mag ich das. Ist das Richard? Nee. Danke. Nee. Wir machen jetzt die Arena. Supernova-Sturm und... Ja. Supernova, oder ich kann mal kurz gucken. Hand. Nicht beim Kopfjäger. Beim Kopfjäger kann ich was machen. Die ist wirklich sehr beliebt. Mehr Munition und dann. Wir sind den Supernova-Sturm einfach. Höheres Munitionslimit. Waffen kühlen schneller ab. Ja, irgendwas klingelt da bei mir. Und eine Trophäe, weil ich alles gekauft habe. Naja, gibt eine Trophäe, glaube ich, für alle Waffen. Wobei. Eine dritte Seite einfach, ist ja ekelhaft. Hier. Ja, mal gucken, ich würde das gerne in die Arena noch treffen, so. Wenn wir in der nächsten Folge dann direkt ins Finale gehen können, in der nächsten Session, in der finalen Session so. Weil mal gucken, ob die finale Session ist, aber man muss dann irgendwie nochmal als New Game Plus geben und vielleicht mache ich das dann auch mit euch gemeinsam so, ne? Hey Phantom, oh. Dann warte mal kurz. Ah ja. Da sind wir wieder, Kumpel. Wir landen einfach immer wieder in der Klemme, was? So scheint es. Naja, macht mal. Wir gehen für euch in die Arena. Gold! Überlebe den wiederbelebten Mangler. Vor allem Beutel kriege ich dafür, man braucht doch keine Beutel mehr. Er wäre schön, dass wir bis hierhin eigentlich immer gute Beutel gesammelt haben, ne? Das ist doch nicht der. Oh Gott. Okay, das Ding ist stärker auf jeden Fall. Hi! Die Waffe ist doof. Ja guck, jetzt brauchen wir auch Geld, um die letzte Waffe zu kaufen, ne?
Wird der Mangler? Also darf das Ding einfach mal machen, so, ne? Also haben wir keine Munition mehr. Na ja, gut, ne? Kann man machen. Weiß, kann ich auch die Beute erst noch brauchen, so, ne? Ja, mal gucken. Pling, nicht aufzuhalten. Wofür hab ich das jetzt bekommen? Okay, eine Herausforderung, ja krass. Kämpfe mit zufällig ausgewählten Waffen. Okay, naja, gut. Klingt witzig. Oh nein, nicht der Querpfleger. Aber ich kann die damit schnell besiegen, also von daher passt das schon. Ich mag die Querpfleger halt überhaupt nicht, was ist der? Ich kann einfach so machen, übrigens. Ach cool. Wie gesagt, ich mag das Kämpfen, weil das ist schon kleckert um die Elf sehr. Komm, ich ruf mal alle Hunde, vielleicht bleiben die dann oder so. Oh, ich hab unendlich Munition, geil. Stufe 9. Die Hunde, ich lieb die Hunde, ey. Ah. Da. Na, da ist noch was. Sieg! Sehr schön. Noch ein Pling, weil ich 2 Gold geschafft habe. Ein bisschen seltsam, wenn ich nur für eine Gold-Herausforderung direkt eine Trophäe bekomme, also kann er nicht. Würde er denken, dass ich für alle bekomme. Jetzt bekomme ich für alle noch eine, warum dann überhaupt für eine? Naja. Besiege 3 Wellen mit dem Kopfwegern. Okay. Irgendwie erstmal. Ich hab nur den Kopfjäger. Ich glaube, stand da auch gerade in der Aufgabenbeschreibung, dass ich nur den Kopfjäger habe. Na ja, gut, dann. Ist fein, so. Ich habe irgendwie Kopf Geldjäger gelesen, das war's genau. Aber ja.
Der Kopfjäger ist schon ganz cool, so. Schöne Sniper, ne? Weg mit dir. Und das war auch schon der Sieg, easy. Okay, links gibt's den. Genau, Halsabschneider, so heißen die Typen. Oh ja. Und weg mit euch. Am Nahkampf kann man sich auch gut benutzen, so. So, weg mit dir! Hundis! Nicht sterben bitte, ich hab gerade, war doch gerade. Ah, das hier war's. Das war ja auch nur ein bisschen überhitzt, so, ne? Ich hab doch hier gewechselt. Weg mit dir! Bei Level 10 war es maximal Level, ne? So ein bisschen geht ja online, da geht ja 4 online. Unterschied. Mit dir. Beide klingen. Aua! Was mache ich denn mit aufpassen? Okay, Sieg, sehr gut.
Boah, wir haben viel Geld, fuck. Mein lieber Zuki ist bekannt dafür, ein ruhiges und friedliebendes Individuum zu sein, das allen und jedem zu Diensten sein will. Doch was die meisten Kunden nicht erkennen, ist, dass unsere Familie aus ehemals syntoiden Elitewaffen besteht. Zuki selbst dirigierte ganze Symphonien des Schmerzes, doch als er inmitten der Ruinen von Skarstu die Massenvernichtung sah, die er unter seinem Volk angerichtet hatte, erkannte er, dass er alles vernichten konnte, ausgenommen Hunger und Durst. Also legte er seinen Blaster nieder und errichtete einen Ort, an dem er diese Gefühle tagtäglich bekämpfen konnte. Wirklich inspirierend! Miss Zorkon ihrerseits baute sich einen Nebenerwerb mit dem Verkauf und der Modifikation von Waffen für jene auf, die immer noch hungrig auf Gewalt waren, während ihr geliebter Sohn Junior einen Arenaplex für diejenigen gründete, die noch hungrig auf Schmerz waren. Sehr gut. Sieht aus, als hättest du alle Spionbots wiedergefunden. Suiti, komm bald zu mir, damit ich dir die ultimative Waffe bauen kann. Eine Rida. Der ist gerne. Hi. Die ultimative Waffe ist hier. Und das alles nur dank dir, Herr Huske. Pling. Das ist die Rida oder alle Waffen? Erlangen die Rida, okay. Okay. Dann machen wir jetzt noch die letzte Arena. Und dann endet die Session auch endlich mal. Doppelt besser, besiege die zurückkehrenden Gegner. Klein Zirkon, die Panzerdame und blutfeste Rachefeldzüge. Willkommen zurück, Piccolo. Gewinn, du Loser. Gewinn. Das ist ein Boss-Marathon. Ich hoffe, Digga 2-3 erreicht, sehr schön. Hi. Hopp. Hopp. Und hopp. Raritanium, geil. Oh, hi. Und der haut rein. Ah, ja.
Runter, kommt her, Penner. Dann nehmen wir hier die Waffe. Energie aufgesammelt, sehr gut. Ich mit dir. Weg mit dir. Das war's schon. Okay, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber gut. War cool. Das ist irgendwie keine Trophäe, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut. Naja, nee, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich will jetzt nochmal kurz um das Zokon gehen mit euch. Papa. Ah, okay. Hopp, hopp, hopp und hopp. Gönn dir eine Aufrüstung, du hast sie verdient. Zack, 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 zack und zack. Kann nicht aufleveln, das ist fein. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut Leute dann. Dankeschön fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gibt es vielleicht schon das Finale. Bis dann und ciao!